luftig, fluffig und absolut lecker. Sieht dieses Softeis nicht traumhaft aus? Und das Beste, es ist super schnell und einfach zubereitet, aus nur 2 Zutaten. Willkommen bei der Lifehackerin. Magst du Softeis auch so gerne? Ich liebe diese cremige, luftige Konsistenz und dass es nicht so kalt ist wie klassisches Eis. Hast du dich auch schon gefragt, ob man das auch zu Hause ganz einfach selber machen kann? Klar, es gibt Eismaschinen und sogar spezielle Softeisgeräte, aber geht das auch ohne? Klar geht das und es ist sogar verblüffend einfach. Wir brauchen nur 2 Grundzutaten und zwar Sahne und gezuckerte Kondensmilch. Außerdem einen Mixbehälter und das Handrührgerät und später einen Behälter, um die Masse darin einzufrieren. Sahne in ein hohes Gefäß geben und steif schlagen. Die Sahne sollte direkt aus dem Kühlschrank kommen, damit sie schön kalt ist für die Zubereitung. Kurzer Test, ob die Sahne wirklich steif ist? Perfekt, dann geht's weiter. Nun gebe ich gezuckerte Kondensmilch zur steif geschlagenen Sahne. Ich habe 250 ml Sahne verwendet und gebe 150 Gramm von der Kondensmilch dazu. Als Faustregel kannst du das Verhältnis 3:2 nehmen. Also auf zum Beispiel 300 ml Sahne, 200 Gramm Kondensmilch. Ich nehme ein bisschen weniger, weil es mir sonst zu süß ist. Kurz mit niedriger Stufe vermischen und dann ist die Grundmasse auch schon fertig. In ein Gefäß füllen und dann muss es nur noch in das Gefrierfach. Wenn du möchtest, kannst du aus dem Softeis nun aber auch andere Geschmackssorten zaubern. Ich friere einen Teil so ein, also nur mit Sahne und Kondensmilch. Den Rest teile ich in 2 Gefäße und mache daraus noch Vanille- und Schokoladensofteis. Dazu schneide ich eine Vanilleschote auf, kratze etwas Vanillemark raus und gebe dieses zum einen Teil der Masse. Unterheben und dann ist auch das Vanillesofteis bereit zum Einfrieren. Zur restlichen Masse kommt etwas Backkakao. Unterheben, das gibt dem Ganzen zusätzlich noch eine andere Farbe und dann auch das Schokoladesofteis in ein Gefäß füllen. Genau gleich könntest du zum Beispiel auch Fruchtpulver verwenden, um ein Softeis mit Fruchtgeschmack selber zu machen. Alle 3 waren nun im Gefrierfach und zwar für etwa 2 Stunden. Das kommt ein bisschen auf die Menge an. Bei einer größeren Portion dauert es vielleicht 3 Stunden. Zu lange solltest du es aber nicht im Gefrierfach lassen, denn sonst wird die Konsistenz zu fest und du hast eher eine Art klassisches Speiseeis statt ein Softeis. Zum Servieren ganz einfach mit einem Löffel portionieren. Oder du füllst die Masse in einen Spritzbeutel. Gib die Masse rein und drapiere das Softeis so in eine Schale. Das Softeis solltest du übrigens frisch genießen. Du kannst es zwar gut im Gefrierfach aufbewahren, allerdings verliert es dann eben die Fluffigkeit. Lecker! Es ist schön fluffig geworden, genauso wie es sein soll. Vanille- und Schokoladensofteis schmecken gut, aber ehrlich gesagt schmeckt mir die Grundmasse, also nur Sahne und gezuckerte Kondensmilch, fast genauso gut. Es braucht also wirklich nur 2 Zutaten für ein selbstgemachtes Softeis. In diesem Video verraten wir dir, wie du ein Eis aus nur einer Zutat zubereiten kannst. Kein Witz, falls du das Video noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!